Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Woche. Herzlich willkommen. Marvin ist hier gerade eben fleißig am Grillen. Wir haben uns von unserem Van verabschiedet. Genau. Nein, Spaß. Wir sind mal für 2 Tage aus unserem Auto ausgezogen, haben uns ein schönes Bungalowhäuschen gemietet, wie ihr im Hintergrund sehen könnt. Waren natürlich auch am Wäsche waschen, wie man uns schwer erkennen kann. Ja. Ja, einfach mal ein bisschen was anderes. Wir konnten mal schön in den Pool gehen und ja. Tipptopp. So muss es sein. Einfach mal im Alltag, im Alltag entfliehen klingt scheiße, aber einfach mal raus aus dem Van. Wäsche waschen hätten wir eh machen müssen. Deswegen bietet sich sowas halt immer mit Airbnb-Buchen gleich an. Haben einen schönen Bungalow mit Pool, alles drum und dran. Kann man sich nicht beschweren. Heute wird schön gegrillt. Machen ein schönes Barbecue. Ja, den Bungalow zeigen wir euch auf alle Fälle spätestens morgen nochmal. Wie gesagt, machen jetzt einen entspannten Abend. Alia versucht gerade eben einzuschlafen. Annika hilft ihr dabei. Und Marcel steht in der Küche. Und ich am Grill. Ja. Und dann. Mach mal. Doch, durch die Brille. Einen wunderschönen Dienstag von uns Fünfen. Fünf. Plus 2 Hunde. Ja. Wir haben die letzten 2 Nächte, Tage hier in diesem wunderschönen Bungalow verbracht. Checken jetzt wieder aus. Und ja, wollen euch eigentlich noch mal kurz die Unterkunft zeigen, wo wir uns die letzten Tage befunden haben. Das ist der Marcel. Hallo. Jetzt kommen wir auf mal hier, sagt er immer zu mir. Jetzt kommen wir auf mal hier. Der kann übelst gut Deutsch. Der spricht auch so ein Bayerisch-Deutsch. Und Marvin hat gesagt, er sieht das hier richtig. Marvin wusste es ja nicht, dass das da Deutsch kann. Und er hat gesagt, er sieht es auch richtig, dass sie gefälscht sind, weil die Frau gibt es nicht. Und er sagt, nein, das siehst du nicht. Das ist Quatsch, was du erzählst. Dann hat Marvin gesagt, doch, die Frau gibt es nicht. Guck im Internet, hat er gesagt. Und dann hat er mir gesagt, komm nur auf, wie so ein Bayer. Das ist schief. Professor Wenzel. Marcel und ich waren jetzt gerade noch mal kurz bei unserem Freund fragen, der uns vor 2 Wochen, 3 Wochen die Drehkonsole hier so spektakulär geschweißt hat, ob er bei Marcel diese 8 Schrauben von der Drehkonsole kürzen kann, weil die ja immer zu lang sind bei diesen wundervollen Sportkraft-Drehkonsolen und es ist ja eine Drehkonsole und die soll gedreht werden. Deswegen müssen wir jetzt mal fix diese Schrauben kürzen lassen. Er macht das jetzt, wir schrauben die kurz raus. Er kürzt die, wir schrauben es wieder rein und dann geht's weiter. Ja.
Robin, was machst du Schönes? Die wundervollen Spritzkraft-Drehkonsolen reparieren. Ja, was heißt reparieren? Also vernünftig ausbessern. Weil bei so viel Geld ist da nichts gut dabei. Wie ihr sehen könnt, wird es langsam dunkel. Wir machen uns jetzt nochmal auf Stellplatzsuche. Waren eigentlich den ganzen Tag hier in Fett hier unterwegs. Wie gesagt, wie ihr gesehen habt, im Werkstattviertel. Dann musste Paco, der Hund von Annika und Marcel, zum Tierarzt, weil er eine ganz schlimme Ohrenentzündung hatte. Aber das wird jetzt alles gut. Wir werden jetzt einen Stellplatz anfahren, der uns empfohlen wurde. Die Abfahrt soll etwas spektakulär werden. Ja, mal sehen, ob wir dort runterkommen. Das werden wir jetzt gleich sehen. Tageslicht haben wir dann wahrscheinlich keins mehr. Zum Glück haben wir LED-Strahler. Yes. Und es kann sein, dass wir jetzt doch noch mal schnell in diesen Tauchladen hier runterfahren, weil Marcel sich doch noch den Anzug holt. Weil für den Preis wäre blöd, wenn er es nicht macht. Also für 100 Euro so ein Neopren, so ein Spearfishing-Anzug, wie ich habe. Ja. Der Abend ist eh gelaufen und auf die 10 Minuten kommt es jetzt auch nicht mehr an. Gut. Planlos geht er planlos. Ja, liebe Leute, wir brechen unsere Offroad-Safari jetzt hier offiziell ab. Break. Wir versuchen jetzt hier rumzudrehen und fahren wieder, ich weiß nicht wie viele Kilometer, diese Schotter-Split-Serpentinstraße wieder hoch. Es ist mittlerweile gleich halb eins. Ja, es ist gleich halb eins. Eigentlich hatten wir alle Hunger gehabt, aber... Ja, jetzt hat keiner mehr Hunger. Unsere Tanks werden immer leerer und deswegen haben wir keinen Bock, noch weiter zu fahren. Wir sehen jetzt zu, dass wir hochkommen, ganz entspannt, in aller Ruhe, dass alles gut geht. Und dann fahren wir lieber noch eine Stunde irgendwo an einen anderen Platz und können aber alle beruhigt schlafen und es passiert nichts oder es ist alles safe. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben uns dazu entschlossen, die Abfahrt nochmal erneut zu wagen. Wir sind jetzt gerade eben dabei, die Autos voll zu tanken. Und danach werden wir jetzt im Hellen das Ganze nochmal runterfahren, weil wir haben gestern festgestellt, dass wir, keine Ahnung, gefühlt ein, zwei Kurven vor dem Ende standen. Aber mit fast leerem Tank, dadurch, dass wir wieder hoch mussten, fanden wir das riskant. Und ja, genau. Probieren das Ganze jetzt einfach nochmal. We'll be right back.
Hallo vom Stellplatz. Wir sind jetzt ganz unten angekommen, haben unser Camp aufgebaut. Sind alle da, alles super, alles tipptopp funktioniert. Ja, Marcel und ich waren jetzt gerade schon die erste Runde im Wasser. Mal gucken, was hier so abgeht. Fischbetrieb. Geht gut was ab. Jetzt lassen wir die Frauen nochmal ins Wasser und danach werden wir mal unser Equipment packen und mal auf Fischjagd gehen. Dann nehmen wir euch diesmal auf jeden Fall mit. Ich werde mal die Kamera aktivieren und ja, hoffentlich euch irgendwas Schönes dann zeigen können. Das gleiche wie die Schuhe. Aber die haben hier einfach ein scheiß Gefühl. Wir haben jetzt unser Zeug gepackt und ja, Marcel und ich gehen jetzt mal auf Spearfishing-Tour, Fischfang. Wir nehmen Stuff mit. Wir fahren jetzt hier mal ein paar kleine Buchten-Spots an und ja, gucken mal, was am Ende bei rumkommt. Gerade Abendbrot gegessen, haben jetzt gerade ein Feuer angemacht, weil wir in der Hoffnung, also wir hatten die Hoffnung, dass das die Tiere hier abschreckt. Erst war hinterm Auto ein Fuchs und auf einmal knackt es im Wald und da kam eine Wildschweinfamilie, zwei übelst riesen Wildschweine, Mutter und Vater und fünf kleine bei Marcel und Annika, direkt hinterm Auto am Hang lang gelaufen, guckt mich an, grunzt so, dreht rum und geht. Bis jetzt alles gut, aber wir haben alles im Blick. Es ist schon wieder Freitag und wir haben schon wieder Mittagsessenszeit. Ja, wie ihr von uns gesehen habt, haben wir ganz entspannt gefrühstückt, haben heute alle mal ein bisschen länger geschlafen. Endlich mal ausgeschlafen. Und Marcel und Marvin waren, waren schon wieder im Wasser gewesen, wir. Aber es gab keinen Fisch. Aber Marcel hat eine große Schildkröte gesehen. Wir haben eine riesengroße Schildkröte gesehen. Eine riesengroße. Die war so groß. Ja, aber natürlich nicht auf Video. Bis ich die Kamera
anhatte und von meiner Boje abhatte, war die Schildkröte schon dreimal weg. Ja, ja. Genau. Jetzt werden wir gehen auf jeden Fall später nochmal ins Wasser, hoffen, dass sich das Meer ein bisschen beruhigt, weil vorhin, das war einfach katastrophal, die Wellen waren so groß. Und hat die ganze Zeit noch hin und her gebeutelt und deswegen essen wir jetzt erstmal was und gehen dann später nochmal ins Wasser. Ja, und ansonsten haben wir hier seit gestern Abend extrem viele Wespen. Die sind wahrscheinlich auf Futter- und Wassersuche. Das ist so das Einzige, aber ansonsten ist der Stellplatz echt cool. Gibt kein Internet, einfach mal abgeschottet von allem. Ja. Ja, Leute, wir sind jetzt hier am Zusammenpacken von unserem Camp. In Rekordzeit, da wir jetzt hier von den Wespen attackiert werden. Es werden immer mehr Wespen bremsen. Keine Ahnung, wir machen jetzt hier schon Feuer, um die irgendwie fernzuhalten, dass wir alles schnell zusammenpacken können. Annika, passt auf Alia auf und auf die Hunde, dass sie nicht gestochen werden. Wir haben dort eine Wespenfalle, die ist voll. Dort hinten eine Falle, die ist voll. Marcel versucht jetzt in Rekordzeit sein Auto zusammenzupacken. Ja, so sieht's aus. Einen, naja, nicht so schönen Samstag von uns allen. Wir sind gestern nach den Insekten geflohen. Und ja, sind noch ein Stück gefahren, haben uns was zu essen geholt, haben geschlafen, sind eigentlich jetzt gerade eben auf dem Weg nach Antalya und dann kam durch die Funke, stopp. Wir hier übelste Vollbremsung hingelegt, zurückgefahren und bei Annika und Marcel im Auto ist wahrscheinlich der Boiler geplatzt, explodiert, wie auch immer. Es riecht einfach übelst verbrannt, verkohlt. Das ganze Wasser kam gerade eben durchs Auto gelaufen. Ja. Jetzt sind wir hier dabei, wieder alles fresh zu machen und stehen hier auf der Autobahn. Annika hängt alles in die Sonne. Ja. Also, wir zwei sind jetzt an den Strand gefahren nach Antalya und haben Paco mit bei uns, dass Annika, Marcel und Alia ins Aquarium gehen können, weil dort durfte man nur Hunde mitnehmen, die in die Handtasche passen. Und das ist bei Paco etwas schwierig. Ja, Marvin zaubert jetzt hier gerade eben noch was zum Essen. Ansonsten ist es hier extrem voll. Klar, es sind Ferien, Antalya, Touristengebiet. Ja. Und dann geht es heute Abend für uns schnurstracks nach Kappadokien. Genau. Ja, ich habe mir wahrscheinlich gestern eventuell noch beim Harpunefischen, beim Spann eine Rippe gebrochen. Ich habe Schmerzen in der Brust ohne Ende. Mal schauen, was dabei, ob besser wird, ob schlimmer wird. Keine Ahnung. Muss man einfach beobachten. Na? Ja, ist gut jetzt, ist guter Weg. Die Freude ist groß. Alle sind wieder vereint. Hä? Hallo? Wo sind Fische gesehen? So, morgen hast du noch Essen, denkst du? Nee. Das ist prima. Schöne Spaghetti Carbonara gezaubert. Mit Restern, die ich noch hatte. Jetzt war das so teuer gewesen auf dem Weg her. 260 Lira wollten wir für normale Sandwiches oder so. Gestern haben wir 60 bezahlt. Ja. Also wir sind ja auch im Film-Setup. Friends and Friendsinnen. Also, wir machen jetzt Antalya noch unsicher und werden noch ein paar Läden abklappern. Ja. Danach geht's dann nach Kappadokien. Mal sehen, wie weit wir heute kommen.
Ansonsten, wir hoffen, dass das Video euch gefallen hat. Die Woche machen wir etwas anders. Wir waren nicht mehr alleine unterwegs. Und ja, Campsite und Reels, lasst auf jeden Fall dort auch ein Like da bei Instagram. Das Ganze ist unten drunter verlinkt. Ja. Wenn euch das Video, wie gesagt, gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und schaltet nächste Woche wieder ein. Dann sehen wir uns in Kappadokien. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.